Ich glaube, ich teile mit einer jüngeren Generation eine Begeisterung für digitale Medien. Als ich ein Kind war, war das noch relativ exotisch. Aber auch diese digitalen Medien entwickeln sich weiter und werden also sicherlich nicht immer auf kleine Bildschirme beschränkt bleiben, sondern eben hinauswandern in die reale Welt. Diese Aussicht, diese Revolution, wenn man so möchte, davon bin ich auf Dauer fasziniert. Dieter Schmalstieg forschte bisher in seiner Heimat Österreich. Die Fachgebiete des renommierten Informatikers? Virtual und Augmented Reality. In unserer Forschung geht es um zwei Dinge. Das eine ist also ein Realismus, der mit der realen Welt abgeglichen ist. Dass also die Dinge, die in die reale Welt eingebaut werden, so ausschauen, als ob sie tatsächlich da hineingehören. Dass also zum Beispiel ein virtuelles Objekt auf ein reales einen Schatten wirft und umgekehrt. Und der andere Forschungsbereich ist das Verständlichmachen von Informationen, also typischerweise mit Visualisierung, wo also Hinweise, auch textuelle Angaben, Skizzen, ähnliche Dinge passgenau in die reale Welt eingeblendet werden. Die Technologie kann dabei in vielen Bereichen helfen und Fehler in Echtzeit korrigieren. Zum Beispiel in der Medizin. So können bei OPs wichtige Informationen über eine Augmented Reality Brille in das Sichtfeld der Operierenden eingeblendet werden. Dieter Schmalstiegs Ziel? Die Qualität und Verständlichkeit der dargestellten Informationen weiter optimieren. In Stuttgart gibt es bereits eine sehr starke Forschungsgruppe im Bereich Visual Computing, zu der ich jetzt dazustoßen werde und neue Richtungen erschließen werde. Wir rechnen eigentlich damit, dass wir international da ein sehr großes Interesse erfahren werden an unseren Arbeiten, wenn wir unsere Stärken kombinieren. Und jetzt in all das einzutauchen, darauf freue ich mich schon sehr.